sagen wollen, alles, was es braucht, oder wieder sein, wie erfüllt du das Fazit nach dem Spiel? Ich denke, wenn man den Spielverlauf anschaut, dürfen wir doch zufrieden sein mit den Punkten. IB hat sehr gut gespielt, haben uns hoch gepresst, nicht viel Raum gelassen zum Spielen und von dem her sind wir mit dem Punkt schlussendlich zufrieden. In der ersten halben Stunde hat es nicht so gut ausgesehen bei der FC Basel, woran hat es gelegen, nur am höheren Pressen? Ja, ich denke, sie haben uns sehr gut gepresst, aber wir hätten auch wieder Ball versuchen sollen, länger laufen zu lassen, beziehungsweise uns freilaufen. Ich denke, am Anfang war auch das Vertrauen noch nicht so da gewesen, aber es ist im Verlauf des Spiels etwas besser geworden. Nach der Pause ist es wesentlich besser geworden. Was hat es gegeben? Was hat der Thorsten Fink allenfalls in der Pause gesagt? Ja, er hat uns leichte taktische Änderungen mit auf den Weg gegeben, dass wir mehr im Ballbesitz bleiben können und trotzdem höhere Pressing uns befreien können. Und das hat dann besser geklappt. Alles in allem muss man zufrieden sein mit dem 1-1. IB hat zahlreiche Chancen gehabt. Haben Sie den Sieg auch ein bisschen als, das Unentschieden natürlich, auch ein bisschen als glücklich empfunden im Nachhinein? Ja, im Nachhinein, klar, wir hätten gewinnen können. Wir haben das Spiel unbedingt auch wollen gewinnen. Von dem her sind wir nicht unbedingt 100% zufrieden. Klar, wenn man den Spielverlauf anschaut und schaut, wie viele Chancen IB auch hatte, können wir sicher mit dem leben. Danke.